Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe, wie ihr im Titel schon gelesen habt, heute ganz viele Amazon-Geschenkideen unter 10 Euro. Und glaubt mir, nur weil es günstig ist, muss das nichts heißen. Ich habe richtig tolle, unterschiedliche und coole Produkte rausgesucht. Das sollte auch wieder für jeden etwas mit dabei sein. Also für den Partner, für die Freundin, für die Mama, Papa, Oma, Opa, Schwester, Bruder. Ich habe wirklich an jeden gedacht. Wenn euch solche Geschenk-Video-Ideen gefallen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Und ich habe dieses Jahr auch schon wieder den Amazon Geschenke Guide gedreht. Dieses Video verlinke ich euch auch gerne mal unten in der Infobox. Da findet ihr dann noch mehr Inspirationen und Geschenkideen. Alle Produkte werde ich euch natürlich wie immer unten in der Infobox verlinken. Und bevor es losgeht, habe ich wie in jedem Video auch noch eine Videofrage an euch. Und zwar würde mich heute interessieren, auf was ihr euch an Weihnachten am allermeisten freut. Schreibt mir das doch sehr gern mal in die Kommentare. Ja, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich habe jedes Produkt unter 10 Euro gefunden, aber ihr wisst ja, dass sich auf Amazon die Preise sehr schnell ändern können. Deswegen kann es sein, dass sich die auch ein bisschen variieren, aber zum Stand jetzt sind alle Produkte unter 10 Euro. Fangen wir mal an mit einem coolen Geschenkset. Und zwar habe ich hier ein Geschenkset, das besteht aus lauter verschiedenen Salze. Also 8 verschiedene Salze sind da enthalten. Die haben auch total coole Farben, wie ich finde. Das sind total unterschiedliche und außergewöhnliche Salze enthalten. Zum Beispiel Rosmarin und Chili, Kurkuma und Pfeffer, Hibiskusblüte, mediterrane Kräuter und viele weitere. Das sind alles Meeressalze und die eignen sich natürlich super zum Kochen oder für ein Barbecue. Dann habe ich hier einen lustigen Pizzaschneider entdeckt und zwar einen im Motorraddesign schwarz-rot. Ist doch auch mal ganz cool und so einen gibt es dann auch noch im Fahrraddesign. Weiter geht es mit einem Duschschaum von Rituals. Den kann man, finde ich, auch immer verschenken. Das gibt so ein schönes Duscherlebnis. Momentan dusche ich wieder selber mit so einem Duschschaum und zwar mit dem Ritual of Sakura. Jetzt habe ich hier zum Beispiel den gelben rausgesucht, aber da gibt es so viele unterschiedliche Duftrichtungen. Auch für Männer ist was dabei. Dann habe ich diese Handtücher in Deck, die kann man personalisieren lassen. Wie cool ist das denn? Also die kann man mit einem bestimmten Namen besticken lassen. Die gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Farben zu kaufen. Für diejenigen, die oft den Autoschlüssel zum Beispiel suchen, habe ich hier das passende Geschenk. Und zwar ist das ein Keyfinder. Das ist ein Bluetooth-Tracker, mit dem kann man eben sein Autoschlüssel wiederfinden. Richtig genial. Weiter geht es dann mit dieser lustigen Eieruhr. Die kann man mit den Eiern ins Wasser legen. Und zwar bekommt man dann die perfekte Stufe von weich, mittel bis hart. Und zwar funktioniert die mit einem Farbwechsel. So weiß man eben genau, in welcher Stufe man sich aktuell befindet. Richtig witzig und cool finde ich das Geschenk. Dann habe ich hier einen Flaschenaufsatz in einer Glasform für eine Weinflasche. Ist auch ein lustiger Gag und das kann ich mir zum Beispiel auch für die Freundin gut vorstellen. Weiter geht es mit einem richtig günstigen Mini-Rezeptbuch und zwar geht es da um Smoothies und Shakes. Und zwar sind die fruchtig, cremig und voller Vitamine. Da bekommt ihr ganz viele Ideen rund eben um ein Getränk. Darunter sind auch gesunde Smoothies und auch grüne Smoothies. Dann habe ich hier diese coolen Aufbewahrungsbeutel entdeckt, die so aussehen wie ein Vorratsglas. Das ist ein Set mit gleich 28 Stück in verschiedenen Größen und auch in verschiedenen Farben sind die. Darin kann man Kleinigkeiten aufbewahren an Lebensmitteln, die vielleicht gerade offen sind. Zum Beispiel ein paar Streusel, Snacks, Süßigkeiten, also alles Mögliche. Dann habe ich jetzt wieder eine richtig lustiges Gag-Geschenk gefunden und zwar eine Bierbauchtasche. Das ist eine Umhängtasche, auf der eben ein Bierbauch, ein nackter Bierbauch drauf gedruckt ist. Das sieht so witzig aus. Ich blende euch hier mal ein Bild ein. Und darin kann man eben Bierdosen verstauen oder eben auch sein Geldbeutel oder Geld, wenn man auf einer Party ist, auf einem Festival oder einfach so unterwegs ist. Ich finde es halt einfach ein richtig cooles Gaggeschenk. Dann habe ich hier einen Mini-Entsafter gefunden. Das kann man für Zitronen, Orangen oder auch Limetten verwenden oder Grapefruit.
Den Aufsatz muss man einfach nur in die Frucht reinstecken. Ja, und dann kann man den Saft mühelos ausgießen. Wie praktisch ist das Teil bitte für die Mama oder auch für die Oma? Vor allem ist das dann auch jederzeit einsetzbar. Man kann die Zitrone oder das Obst einfach in den Kühlschrank stellen und dann ja wiederverwenden. Dann habe ich hier so coole Verpackungsverschlüsse entdeckt. Die haben jetzt einen Hundekopf. Die gibt es aber auch nur mit anderen Motiven, mit Katzenköpfen oder auch mit Fröschen. Die sind aus Silikon und so kann man eben eine geöffnete Verpackung wieder ganz leicht verschließen. Weiter geht es mit diesem Karten-Trinkspiel. Das besteht aus 52 Karten und ist in der deutschen Version. Da muss man entweder verschiedene Fragen beantworten oder eben auch etwas machen. Jetzt habe ich ein Gadget für einen Büromenschen entdeckt und zwar dieses Malbuch. Das heißt, das Malbuch für alle, die sich im Büro langweilen. Das finde ich ist auch wieder ein originelles und auch ein witziges Geschenk. Dann geht es weiter mit diesem Kuchenbesteck und zwar besteht das aus 6 verschiedenen Kuchengabeln, die so aussehen wie Schaufeln. Also auch recht witzig. Das wäre vielleicht was für Baubegeisterte oder die gerade ein Haus bauen oder für den Opa oder Papa. Das gibt es dann auch noch in diesem 6-teiligen bunten Set mit diesem Kirschblütenmuster. Das besteht aus 6 verschiedenen Löffeln. Weiter geht es mit diesem Aufkleberset für eine Merci-Schokolade. Und zwar finde ich das auch ein sehr persönliches Geschenk, wenn man einfach eine Merci-Schokoladenpackung personalisiert sozusagen mit verschiedenen Aufklebern. Da gibt es auch verschiedene Sets, aus denen ihr da aussuchen könnt. Also ganz, ganz viele sind da zur Auswahl. Weiter geht es mit lustigen Haftnotizen für Schüler, Studenten oder auch Büroleuten. Darauf stehen eben lustige Sprüche mit coolen Designs. Das kann mehr Spaß beim Lernen und beim Arbeiten geben. Dann, was wirklich immer geht, ist ein Geschenkset. Ich habe jetzt zum Beispiel eins von Nivea rausgesucht. Da gibt es aber auch noch ganz viele andere Marken. Ja, und ich finde es immer schön, wenn irgendwie noch so Kleinigkeiten dabei sind, wie eine Tasche oder ja, verschiedene Sachen. Da gibt es ja wirklich so viel zur Auswahl. Dann habe ich hier ein schönes Set mit einem Schlüsselhalter und mit Schlüsselanhänger gefunden. Das finde ich ist auch ein schönes Couple-Geschenk, wenn man zum Beispiel gerade in eine Wohnung eingezogen ist oder wenn man schon zusammen in der Wohnung lebt oder in einem Haus. Das sieht, finde ich, richtig schön aus, auch wenn das an der Wand hängt und dann weiß man auch sofort immer, wo man seine Schlüssel ablegen kann und man findet sie sofort. Für Fußballfans habe ich hier ein Buch entdeckt, das heißt Die besten Fußballtricks. Ist total günstig und ist auch auf Platz 1 auf Amazon. Da drin stehen eben ganz viele Tipps und Tricks. Hier habe ich ein Spiel für euch und zwar heißt das Flucht aus dem Büro. Das ist ein humorvolles Escape-Spiel für Erwachsene. Da muss man eben wie in einem Escape-Spiel verschiedene Rätsel lösen. Dann habe ich hier ein Schlüsselanhänger-Set für die Schwester entdeckt und zwar besteht das aus 2 Teilen, aus 2 Schlüsselanhänger. Jeder bekommt eine Herzhälfte und darauf steht eben einmal Big Sis oder Little Sis. Finde ich auch richtig süß. Weiter geht es mit diesem Set Aromabeutel für einen Gin Tonic. Insgesamt sind 6 verschiedene Aromabeutel enthalten. Mit diesen Kräutern und Gewürzen kann man seinen eigenen Gin verfeinern. Da sind wirklich sehr außergewöhnliche Gewürze und Kräuter enthalten, wie Hibiskus, Zitronenschalen, Wacholderbeeren, Kamille, also ganz, ganz viele. Weiter geht es mit diesem Badeset und zwar sind da 6 verschiedene Badezubehöre enthalten und auch ein Schlüsselanhänger. Das finde ich ist auch immer eine richtig schöne Geschenkidee für die Mama oder auch für die Oma. Mit dem kann man sich auch eine kleine Auszeit gönnen und relaxen und entspannen. Unter anderem ist da ein orientalisches Hammambad enthalten, ein Rückenwohl, Badezusatz, Tiefenentspannungen, Muskelentspannungsbad, marokkanisches Rosenbad und auch weitere enthalten. So, das war's jetzt mit meinen Geschenkideen von Amazon unter 10 Euro. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich konnte euch ein paar Inspirationen und Geschenkideen geben. Wenn euch dieses Video, wie gesagt, gefallen hat, dann gebt doch denen gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.